Rolex ist die mit Abstand bekannteste Uhrenmarke der Welt. Da wundert es kaum, dass sich unheimlich viele Mythen und Geschichten um die Marke mit der Krone ranken. In diesem Video zeige ich dir 5 Rolex-Mythen, die einfach nicht stimmen. Lass uns mit einem Mythos beginnen, der aktueller kaum sein könnte. Die sagenumwobene Warteliste. Falls du länger im Uhrenhobby unterwegs bist, hast du den Braten wahrscheinlich längst gerochen. Doch falls du ein Neuling bist oder wirklich glaubst, du befindest dich gerade auf einer offiziellen Liste, muss ich dir etwas sagen. Es gibt keine Warteliste, zumindest keine im herkömmlichen Sinne, wo alle Interessenten aufgelistet sind und der Reihe nach ihre Wunsch-Rolex bekommen. Deshalb ist es oft auch einfach nur Quatsch, wenn ihr der Konzi sagst, dass du so und so viele Jahre warten musst, bis du dran bist. Denn es läuft auf gar keinen Fall so, dass du einfach nur brav warten musst, bis du an der Reihe bist. Fährst du diese Schiene, kannst du die Rolex in den meisten Fällen sogar vergessen. Doch wie läuft es denn genau jetzt ab? Das ist tatsächlich von Konzi zu Konzi unterschiedlich, doch in der Regel schreibt der Konzi deinen Wunsch auf und weißt somit, dass du Interesse an der Uhr hast. Nennt er dir eine realistische Wartezeit von ca. 6 Monaten bis 1,5 Jahren, kannst du davon ausgehen, dass er tatsächlich bemüht ist, dir die Uhr zu beschaffen. Je nachdem, wie oft du dich in den nächsten Monaten jetzt blicken lässt und je nachdem, wie stark sich dein Geldbeutel zeigt, kann sich diese Wartezeit sogar verkürzen. Nennt er dir utopische Wartezeiten von 3, 5 oder gar 10 Jahre, ist das einfach eine nettere Art zu sagen, dass du das Geschäft verlassen sollst oder dir vorher die JLC kaufen musst, die schon seit Monaten im Schaufenster steht und kein Mensch haben will. Die Warteliste ist eine doch eher individuelle Geschichte, die jeder Konzi ein klein wenig anders handhabt. Aber eine klassische Warteliste, die Kunde für Kunde abgearbeitet wird, ist ein Rolex-Mythos, der einfach nicht stimmt. Okay, lass uns diese abgefahrenen und undurchsichtigen Wartelistengefilde verlassen und etwas in die Vergangenheit reisen. Genauer gesagt in das Jahr 1962. In diesem Jahr wurde der erste James Bond Film gedreht. James Bond jagt Dr. No. Dieser Film war nicht nur Startschuss für eine der beliebtesten Filmreihen aller Zeiten, sondern auch für Sean Connerys Karriere, der dank diesem Streifen zum absoluten Filmstar wurde und heute als Schauspielerlegende zählt. Doch noch etwas hat vom ersten James Bond Film, welches eigentlich eine Romanadaption ist, profitiert. Und das ist die legendäre Rolex Submariner. Das Ganze wird bis heute als Marketing-Meisterleistung von Rolex dargestellt, die sich früh in den 60er Jahren das Konzept des Product Placements zunutze machten, während alle anderen noch gar keine Ahnung hatten, wieso etwas überhaupt funktionieren soll. Und ja, Rolex ist in diesem Punkt wirklich vorbildlich und ganz weit vorne. Vor allem, wenn wir mal Revue passieren lassen, was Hans Wilsdorf damals mit Mercedes Gleitze gemacht hat. Das war tatsächlich eine Marketing-Meisterleistung. Doch im Falle von James Bond hat Rolex nichts damit zu tun, dass die Submariner es in den Film geschafft hat. Du musst verstehen, dass der erste James Bond Film damals noch nicht dieses Budget hatte, was wir von den heutigen 007 Filmen kennen und als erster Film einer späteren Reihe meilenweit von der Popularität von heute entfernt war. Da Schöpfer Ian Fleming dem Charakter James Bond in seinen Romanen eine schwere Rolex Oyster Perpetual auf dem Leib geschrieben hatte, musste natürlich eine Rolex her. Doch die Produktionsfirma konnte sich bei dem niedrigen Budget keine Rolex als Filmrequisite leisten. Rolex selbst glaubte wohl nicht an den Film, also ließen sie auch keine Uhr springen. Daraufhin entschied sich der Produzent Albert Broccoli dazu, Sean Connery seine eigene Submariner für den Film auszuleihen. Und das ist auch die Uhr, die du im Film sehen kannst. Keine schlaue, neuartige Marketingidee, kein visionäres Product Placement in frühen Zeiten. Nein, James Bonds Uhr ist sehr wahrscheinlich einfach nur eine geborgte Rolex, die der Sub jedoch große Popularität eingebracht hat. Auf diese Geschichte bin ich ganz am Anfang meiner Uhrenreise gestoßen und du kannst sie in verschiedenen englischsprachigen oder auch in dem einen oder anderen deutschen Artikel nachlesen. Fühlst du dich gut unterhalten? Dann lass ein Like für das Video da, damit es sich verbreitet und so noch mehr Uhrenfans ansehen können. Das würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Ich danke dir.
904L Stahl wird von Rolex selbst hergestellt und ist dadurch deutlich härter als die Stahlsorten, die viele andere Luxusuhrenhersteller benutzen. Okay, hier können wir wohl gleich mit mehreren Mythen aufräumen. Rolex hat sich mit Oyster Steel zwar einen wirklich toll klingenden Namen einfallen lassen, letztendlich müssen sie ihr 904L Stahl aber genauso wie andere Hersteller einkaufen. Rolex ist übrigens beileibe nicht der einzige Hersteller, der das tut. Auch andere Uhrenmarken setzen auf 904L Stahl. Unter anderem Steinhardt. Ich habe sogar eine kleine Ahnung, warum das so ist. Ich will jetzt nicht gehässig werden, aber an der besonderen Härte und der Kratzfestigkeit kann es schon mal nicht liegen. Denn an der angeblichen Härte des 904L Stahls ist tatsächlich nichts dran. Dieses ist gleich hart wie das 316L Stahl, welches für gewöhnlich in der Uhrenindustrie verwendet wird. Davon konnte ich mich sogar selbst überzeugen. Meine beiden Rolex-Uhren verkratzen genauso schnell wie meine anderen Uhren. Und das, obwohl ich sie eher etwas vorsichtiger trage. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass das Rolex-Stahl sogar etwas schneller Kratzer abbekommt. Denn wo meine Rolex-Uhren bei aller Vorsicht schnell wie Hund und Kunz aussehen, scheint das Armband meiner Omega Speedmaster Professional trotz unvorsichtigem Tragen das Wort Kratzer gar nicht zu kennen. Es sieht auch nach einem Jahr aus wie neu. Ganz unnütz ist Oyster Steel dann aber natürlich doch nicht. Es ist korrosionsbeständiger als das 316L Stahl. Das macht bei einer Uhrenmarke, die sich dem Thema Wasser so stark verschrieben hat, natürlich absolut Sinn und ist auch für den Rolex-Käufer ein Mehrwert. Auch beim Finish kommt 904L Stahl mit einem anderen Glanz daher. Vorteile bietet 904L Stahl also schon, doch besonders hart ist diese Stahlsorte nicht. Und somit nichts anderes als ein Rolex-Mythos, welches einfach nicht stimmt. Dass Rolex immer nur eigene Werke verwendet hat, ist ein Mythos, welches ich schon wirklich häufig gehört habe, was aber einfach nicht wahr ist. Früher war es ganz normal, dass sich Hersteller untereinander mit Teilen und Werken ausgeholfen haben. Deshalb besitzen auch einige erste Panerai Luminor Modelle tatsächlich Handaufzugswerke von Rolex. Dabei hat auch Rolex vom Know-how anderer Marken profitiert und das sogar ziemlich lange. Zum Beispiel bei der legendären Daytona. Zu Beginn der Produktion wurde bei dem Chronographen tatsächlich ein zugekauftes Valjoux-Werk verwendet. Kannst du dir das vorstellen? Und das ging bis Ende der 80er Jahre munter so weiter. Dann wurde auf ein zugekauftes Zenith El Primero Automatikwerk gewechselt, das damals zwar als bahnbrechend galt, jedoch immer noch nicht von Rolex selbst kam. Erst ab dem Jahre 2000 kam Rolex mit einem Manufakturwerk um die Ecke. Ausschließlich auf Manufakturwerke greift Rolex also tatsächlich erst seit knapp über 20 Jahren zurück. Krass, oder? Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, das ist für eine solch sagenumwobene Uhrenmarke wie Rolex tatsächlich ziemlich wenig. Und erneut unternehmen wir einen Ausflug in die Filmwelt und das könnte passender kaum sein, denn dieses Rolex-Mythos könnte genauso gut ein Plot-Twist eines Christopher Nolan-Streifens sein. Die Rolex Datejust aus American Psycho ist mittlerweile fast so kultig wie der Film selbst. Dementsprechend ranken sich wirklich viele Geschichten und Mythen um die Uhr, die in der Romanverfilmung zu sehen ist. Angeblich soll sich Rolex sogar dazu bereit erklärt haben, eine Datejust für den Film springen zu lassen. Unter der Bedingung, dass Hauptcharakter Patrick Bateman die Uhr nicht in den Szenen tragen würde, in denen er Menschen Schaden zufügt. Diese Geschichte habe ich wirklich schon oft gelesen und ich habe auch schon selbst einen Artikel über diese spezielle Rolex Datejust geschrieben. Doch es kann sich so nicht zugetragen haben, denn ich habe mir für dieses Video den Film nochmal komplett angesehen und immer wieder auf Stopp gedrückt. Nur damit ich ganz sicher gehe, dass ich dir hier keinen Quatsch erzähle. Und eigentlich hätte es mir gleich dämmern sollen, als Patrick Bateman im Film den Satz "Don't touch the watch" sagt und nicht wie im Roman "Don't touch the Rolex". Die Rolex Datejust aus American Psycho hat mich und viele andere Uhrenfans komplett zum Narren gehalten. Denn die Datejust, die Christian Bale trägt, ist in Wirklichkeit eine Seiko SNX J90. Sobald man das weiß, ist das sofort ersichtlich. Hat sich Rolex geweigert, so einen brutalen Streifen zu unterstützen? Hat das Budget nicht gereicht? Oder war dieses kleine, aber feine Detail
pure Absicht der Regisseurin? Das werden wir nie wissen. Doch wenn du wissen willst, warum Rolex so unglaublich erfolgreich ist, schau dir unbedingt dieses Video hier an.